Es hat eine gefühlte Ewigkeit gedauert, aber jetzt ist es endlich soweit. Über ein Jahr nachdem Audi den A3 vorgestellt hat, zeigen sie uns jetzt endlich den neuen RS3. Die gute Nachricht, es bleibt beim Fünfzylinder, aber auch bei 400 PS. Dazu später mehr, jetzt schauen wir uns erstmal das Design und den Innenraum an. Die auffälligste Veränderung an der Front ist diese neue schwarze Maske. Außerdem wächst der Single-Frame-Grill, es gibt eine neue Schürze und offensichtlich auch größere seitliche Lufteinlässe. Beide werden jetzt durch ein neu gestaltetes Wabengitter verschlossen. Das Audi-Logo und alle anderen Embleme sind geschwärzt und es gibt flachere LED-Scheinwerfer, die es wie bei unserem Fotofahrzeug optional auch als Matrix-LEDs gibt. Die haben eine ziemlich fancy Homecoming-Grafik mit einer Zielflagge auf der linken Seite und dem RS3-Logo auf der rechten. In der Seitenansicht fällt vor allem der neue Luftauslass hier hinter den Vorderrädern auf und dass der RS3 tiefer als der A3 ist, ganze 25 mm. Kommen wir zum Heck. Die Rückleuchten kennen wir schon vom A3, aber der RS3 bekommt natürlich eine eigene Schürze. Hier wird das Wabengitter der Front wieder aufgenommen und er hat wie der Vorgänger zwei ovale Endrohre, eins pro Seite, dazwischen ein Diffusor. Damit man die Sportambition des RS3 auch direkt beim Einsteigen merkt, gibt es hier viel Schwarz und ein Armaturenbrett aus Carbon, Sportsitze, ein unten abgeflachtes Sportlenkrad mit neuer RS-Taste, wo man die speziellen Fahrmodi auswählen kann. Und ich persönlich würde hier, glaube ich, immer das RS-Design-Paket für den Innenraum wählen. Da gibt es nicht nur ein Alcantara-Lenkrad mit 12 Uhr Markierung, sondern auch viele fancy rote Details an den Lüftungsauslässen oder hier am Gurt mit Ziernaht. Insgesamt muss ich sagen, wirkt das hier alles ziemlich stimmig und sportlich und eigentlich hätte ich Lust, jetzt direkt loszufahren, aber das dürfen wir leider noch nicht. Kommen wir endlich zum Motor. Den 2,5 Liter TFSI hat Audi überarbeitet, sodass er jetzt mehr Drehmoment produziert. 20 Newtonmeter kommen dazu, macht insgesamt 500 Newtonmeter. Die Leistung bleibt wie gesagt gleich bei 400 PS. Dank des zusätzlichen Drehmoments sprintet der neue Audi RS3 aber schneller als der Vorgänger auf 100 km/h. In 3,8 Sekunden ist das Ganze abgehakt, vorher waren es 4,1. Und auch die V-Max wurde angehoben, die liegt jetzt bei 290 km/h, optional, vorher waren höchstens 280 km/h drin. Das Schalten übernimmt wieder ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, die Kraft wird an alle vier Räder geschickt, ist eben ein Quattro. Aber es gibt natürlich auch eine Neuerung, und zwar ein Hinterachsgetriebe. Das kennen wir schon vom Golf 8R und es ermöglicht, dass jedes Hinterrad einzeln angesteuert wird.
Man kann sogar die komplette Kraft der Hinterachse an ein Rad schicken. Und das Ganze sorgt dafür, dass wir in unserem RS-Menü einen Driftmodus auswählen können und auf Knopfdruck querfahren. Den neuen Audi RS3 wird es wieder als Sportback, also so wie er hier steht, oder als Limousine geben. Beide werden ab Mitte August bestellbar sein und die ersten Exemplare rollen auch schon im Herbst zu den Händlern. Und auch die Preise, die hat Audi auch schon kommuniziert. Den Sportback gibt es ab 60.000 Euro, für die Limo sind mindestens 62.000 Euro fällig. Mir persönlich gefällt die Neuauflage des Audi RS3. Er hat sich ausreichend verändert, um als neue Generation erkannt zu werden, ist innen wie außen sportlich und modern und er hat natürlich diesen neuen Driftmodus. Das Einzige, was einige Enthusiasten Audi vorwerfen könnten, ist, dass die Leistung halt gleich geblieben ist. Dafür gibt es halt ein bisschen mehr Drehmoment.